So, kurz vor zwei cutte ich mal. So. Einen muss er noch killen. Warte mal. So, ich bin jetzt wieder da. Mal erstmal Zustoff in den Kaffee rein, wenn er ein bisschen süßer schmeckt. Ja, gut. Zigarette wieder aus. Machen wir mal wieder an. Dann passt das schon. Das war ja eine komische Zigarette. So. So, hier gibt es noch eine Funktion. Kontrolle ändern. Nur für den Borg-Herr. Du bist nicht Herr über die Pyramide. Deshalb kann ich nichts für dich tun, Fremder. Ja, die kann nichts dafür tun. So, willkommen. Ich bin der Hüter der Terraus Gruft. In dieser Pyramide gibt es einen Kristall, der ist versteckt vor dem Auge der... Ach du Scheiße, Ungeläute, blablabla. So, alle sieben Zeiten das kann ich so schlecht lesen, steigen er an die Oberfläche und... Boah, so ein kompliziertes Wort wieder mit seinen neuen Herr. Ist der zweizeitige jedoch Kontrollen, ich wieder mit meiner Leserei hier, er die Macht der Monster in der Innere der Gruft. So. Die Macht in der treibe ein. Wenn du stark genug bist, dich mit ihnen zu messen. Ja, so eine kleine Vorgeschichte, können wir mal sagen. Und wir werden noch mal speichern hier. Speichere ich mal nach Pyra. So. Das ist eine Abkürzung von Pyramide. So. Ach, der Totenstein ist jetzt endlich mal fertig. So, jetzt fängt er aufs Pferd. Jetzt kommt er. So, ich verbrenne mir schon wieder die Hand. So. Ein Adler aus. Hat aber da gute Punkte hier gekriegt, ne? Naja. Ja, gib das den Knall, ich komme. So. Jetzt kommt der Todi. Wir können ja schon mal reingehen. So, Terraus Gruft. Ja, hier sieht man nichts als Sternstaub, können wir sagen. So, dann gehen wir mal rein. So, dann bleiben wir mal hier stehen. Der Fledermaus kommt jetzt auch mal langsam raus. So, dann gibt es nochmal ein Leckerli. Ja, da hinten sieht man schon ein Level 100 kreischender Zombie. So, da ist er. So, jetzt kommt er zum Pyra. Er greift mir jetzt einen an und dann helfe ich ihn, ne? Weil der muss sowieso da rein. Er kriegt nämlich Punkte da drinne. Diese Chaos-Club-Punkte. Und dann gucken wir mal, was die eigentlich bringt. So. Er sagt zu mir, ich soll jetzt hier stehen bleiben und warten, bis er kommt. So, jetzt geht's mal auf die Fresse. Vielleicht helfe ich ihm auch mal mit. Dann kann ich nämlich mein Blutsiegel erhöhen. Mal gucken, wie viele Punkte der mir gibt.
ich hier so lange rumstehe und meckere über ihn. Ja, die Monster fallen etwas schneller um, habe ich das Gefühl. Es kommt aber mit einem Horden Monster an. Ist besser, wenn ich jetzt hier stehen bleibe und warte. Mit zwei Monster kommt er jetzt an. Und zugucke, wie der ihn killt. So, die Fledermaus nehme ich mal sicherheitshalber ab. Stand da irgendwas. Irgendwas hat da gestanden. So. Auch gut für die Fledermaus zu leveln. Ah, die Monster, die gehen ja runter wie die Fliegen. Deswegen hat er gesagt. Boah. Der macht ja Schaden, Alter. Vielleicht greifen wir mal mit an, ne? Kann ja auch schaden. So. Aber da kriege ich irgendwie wenig. Eine Fledermaus. Ich kriege irgendwie wenig. Na, EXP, würde ich sagen. So. Warten wir mal, bis er runterkommt. Da kommt er runter. Mit zwei Monster wieder hier an. Dann geht das nämlich doppelt so schnell. Mal aus der Gruppe schmeißen. So, Gruppe auflösen. So. Gruppe verlassen. Da kriege ich mir etwas mehr XP, wenn wir die Viecher ohne Gruppe erledigen. Natürlich levelt meine Fledermaus auch noch gleich mit. Ah, so schwere Angriffspunkte. Ja, da geht das mal gleich ein bisschen schneller hier. Gefallen. Jetzt warten wir, bis er neu holt. So, hoffentlich kriegt er nicht so viele holen, ey. Sonst kriege ich